Hallo YouTube, hallo Mitspieler, herzlich willkommen zurück bei Nickfrei Zockt Radsportmanager 2013. Wir befinden uns auf der Etappe Nummer 16 des Giro d'Italia und das ist ein Tag nach dem Ruhetag. Und dann versuchen wir hier noch eine entspannte Etappe zu fahren, um so unsere Fahrer wieder auf einen einigermaßen guten Fitnessstand zu kriegen. Das Ganze hier ist ja eine hügelige Etappe, trotzdem wird uns hier angezeigt, wir sollen ein Bergsetup nehmen, was ich nicht so ganz verstehe. Ich meine, gut, hier geht es ein bisschen hoch, dann geht es aber hauptsächlich runter und da hinten der kleine Hügel, der dürfte eigentlich keinen mehr stören. Deshalb nehmen wir hier ein Hügelsetup, können wir gut auf der Ebene ein bisschen Energie sparen, können wir im Berg ein bisschen Energie sparen. Das passt doch. Und ja, sehr gut ist Nibali und die anderen sind alle schlecht und das trotz Ruhetag. Also da konnte sich keiner irgendwie jetzt besonders toll wieder zurück regenerieren. Und das gefällt mir nicht, dass ein Nibali hier noch sehr gut ist. Wir haben ja hier noch einiges vor uns. Ich meine, heute haben wir Etappe Nummer 16, 17 ist auch nochmal eine flache Etappe. Dann kommt es Bergzeitfahren, dann noch zwei Bergetappen und dann noch eine Schlussetappe. In der Zeit kann auch viel passieren. Es ist noch fast eine Woche sozusagen, die wir hier fahren müssen. Und Frische sehr gut stört mich da schon ein bisschen. Das heißt, wir sollten heute mal versuchen, ein bisschen relaxter zu fahren. Einfach ein bisschen, ja, rauszunehmen, ein bisschen Energie zu sparen. Und ja, Rodriguez, Sanchez, Nibali sind schon hier wieder hier die Leute, die angeblich gewinnen können. Und das ist was, das geht mir so langsam so ein bisschen auf den Senkel. Weil wenn ich ganz ehrlich bin, dadurch, dass es immer wieder die gleichen Favoriten sind, die gewinnen können, kommen wir natürlich in eine Situation, wo wir gar nicht wirklich entspannt ja, fahren können auf so einer Etappe. Wir müssen immer versuchen, den Anschluss zu halten. Wir können nicht einfach mal rausnehmen. Weil wenn heute ein Rodriguez oder ein Sanchez volle Kanne Angriff gehen da hinten wieder, was soll ich machen? Ich muss mit. Ich hoffe nur, dass wir uns bis dahin so gut erholen, dass dieses da hinten Angreifen gar nicht mehr so ins Gewicht fällt. Ich hoffe, dass keine großen Angriffe gehen direkt von Anfang an. Ich hoffe, dass keiner dabei sein wird, der mich direkt hier vorne in der Etappe angreift, damit wir den da nachjagen müssen über die ganze Ebene. Ich hoffe, dass wir es einfach irgendwie hinkriegen. Na gut, der Ladebalken, der dürfte wieder ein bisschen dauern, deshalb schneide ich den wieder raus. Und wir sehen uns gleich im Rennen. Willkommen zum Start der 17. Etappe. So, während uns hier der Kommentator schon wieder die 17. Etappe vorstellt, obwohl wir erst auf der 16. sind, machen wir uns bereit, die 233 Kilometer hier in Angriff zu nehmen. Holen unsere Fahrer mal nach vorne und ihr seht schon, das sind die Auswirkungen von einem nicht so wirklich frischen Fahrer. Also sprich, die gelbe, der rote Balken, die sind schon nicht richtig aufgeladen. Der grüne hat auch so seine kleinen Problemchen. So, wir versuchen hier unsere Fahrer durch das ganze Gewühl mal ein bisschen zu positionieren. Hybrid-Sprinter hingegen sollten diese Herausforderung meistern können. So, da fahren sie hintereinander her, das sieht gut aus. Hier lasse ich die Jungs auch jetzt direkt mal rausnehmen, weil ich irgendwie gar keinen Bock habe, dass die jetzt ganz nach vorne fahren. Die sollen sich hier im Feld mal heute ein bisschen verlustieren. Evans ist ziemlich weit vorne, Frank Garderin auch. Ich hoffe nicht, dass die hier schon Angriffe planen jetzt demnächst. So, Bosik, Vogelsang, Brajkovic, da kommen sie alle irgendwie nach vorne. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, ich mache mir schon so ein bisschen Gedanken gerade, wie wir das am besten hier handeln können, damit wir nicht völlig zurückfallen. Das Tempo hat sich deutlich verlangsamt. Ist das die Ruhe vor dem Sturm? Wir sind zusammen, gleich geht's bergab und wir verlieren hier massiv an Boden. Das ist echt krasse Show hier. Also da müssen wir mal gucken, dass wir uns dann doch vielleicht noch ein bisschen besser positionieren, weil also hinten im Feld fahren will ich auch nicht, wenn es hier über die Kuppe geht. Weil sonst zieht sich's auseinander und schwupp sind wir weg. Dranbleiben müssen wir schon. Angriff durch Sanchez. So, und da vorne gehen, ja, irgendwelche Fahrer, die angreifen.
Sanchez und Tiermann Locker oder wie er heißt, die greifen an. Was für ein explosiver Angriff, der hat's wirklich in sich. Ist aber kein Problem, wenn die angreifen, weil die ja entsprechend Rückstand haben. Dass man sich da keine Sorgen machen müsste. Auch Vogt macht mir keine Sorgen hier. Wer mir Sorgen macht, sind Leute wie Evans und Co. So, jetzt kommen mal alle nach vorne. Breikowitsch kommt auch nach vorne. So, haben wir sie jetzt endlich alle so positioniert, dass wir hier ein schönes Rennen fahren können. Sehr gut. So, Nibali müsste ich normalerweise schützen. Die Sache ist halt nur, mit wem, ja? Das ist die größte Frage hier. Puh. Wir könnten Breikowitsch mal kurzzeitig dazu verdonnern. Oder wir fährten hier noch rum. Der Kangard fährt hier noch rum. Der könnte vielleicht mal kurz Nibali schützen. Die Betonung mit kurz meine ich wirklich kurz. Wir werden heute keinen Fahrer nehmen, der irgendwas die ganze Zeit tut. Wir werden unterschiedliche Fahrer schicken, was zum Trinken zu holen. Wir werden unterschiedliche Fahrer dazu beauftragen, Nibali zu schützen. Und wir werden unterschiedliche Fahrer dazu benutzen, hier gewisse Arbeiten zu machen. So, erstmal schnell hier durchscrollen. Die sind alle eine Stunde weg. Also das heißt, die können wir alle fahren lassen. Das macht alles überhaupt kein Problem. Und wir versuchen das hier so entspannt wie es geht mal runterzuradeln. Jetzt können Sie schon mehr als 2 Minuten. Das Feld zeigt sich völlig unbeeindruckt von dem Ausreißversuch. Mit einem möglichst niedrigen Pulsschlag. Deutlich verlangsamt. Oha. Ich glaube, wir kriegen mit unserem Team in der Endphase noch Probleme. Vom gelben Trikot und Etappensiegen mal abgesehen, glaube ich, ist das noch nicht in trockenen Tüchern hier. Ich hoffe jetzt nur, dass wir es irgendwie schaffen, mit unseren Fahrern einigermaßen erholsam hier durch die Etappen zu kommen. Iglinski ist eigentlich... Nee, wir brauchen einen, der noch ein bisschen besser ist. Kesjakow. Der kann mal schnell was zu trinken holen. Bevor wir den eigentlichen Berg erreichen. Oh, ob das jetzt eine gute Wahl war. Jetzt kommt da wieder der Anstieg. Es ist mit diesen Etappen aber auch so, man kann es nicht beeinflussen. Man kann es nicht wirklich beeinflussen. Man kann nur hoffen, dass es reicht. Ja? Man kann immer nur hoffen, dass es reicht. Ich habe gedacht, wenn ich den im Berg jetzt zurückfallen lasse, dann kann er auf der Strecke danach easygoing ranfahren. Und dann habe ich mich da hier auf der großen Karte orientiert und beim Ranzoomen gemerkt, dass ich da eigentlich vor dem Hügel bin. Was auch nicht Sinn und Zweck der Geschichte sein kann. So, die da vorne sind 13, 14 Minuten weg. Habe ich da gerade einen gesehen, der nur eine halbe Stunde Rückstand hat. Aha, Tiermann Locke. Ist hier vorne der gefährlichste Fahrer für uns. Und wir lassen sie trotzdem fahren. Weil es mir ehrlich gesagt so ein bisschen Jacke wie Hose ist. Ich meine, wir haben Vorsprung fast 2 Minuten vor anderen. So, Vogelsang mal ein bisschen Nibali beschützen lassen. Das Tempo des Feldes ist zu niedrig. Und Kangard lässt sich direkt mal komplett zurückfallen, oder wie? Dafür am Ende einen harten ja, das Kampf kann ja nicht Sinn und Zweck der Geschichte sein.
Ist immer so eine Sache hier. So, Nibali ist wieder ziemlich weit hinten. Das ist nicht gut. Wieso ist Nibali so weit hinten? Oho. Das gefällt mir nicht, wie sich das hier entwickelt, dass Nibali so weit da hinten rumfährt. Und deshalb muss ich das jetzt einfach machen, dass ich ihn ein bisschen nach vorne hole. Weil ich will ja nicht, dass irgendein Favorit vorne rausfährt. So, wenn es jetzt gleich bergab geht, haben wir das nächste Problem. Ach, das ist aber auch alles hier, ich weiß auch nicht. Rinaldo Nocentini zieht davon. So, Vogelsang soll mit 55% Einsatz führen und guckt euch an, was passiert. Der fährt das instant komplett nach vorne. Von den weil kein anderer hier irgendwas tun will. Die überlassen das lieber den anderen Teams. Das ist ja schon fast grausam, dass kein anderer Fahrer hier überhaupt generell bereit wäre, Führungsarbeit zu leisten. In irgendeiner Art und Weise. Das ist erschreckend. Das ist wirklich erschreckend. Einige Teammanager sind mit dem Ausreißversuch alles andere als einverstanden. So, passiert jetzt mal was. So 20 Minuten Vorsprung ist schon ein bisschen bedrohlich langsam. Da hinten im Fahrerfeld gibt es Lücken. Es ist klar, oh, dass Mann. Einige Fahrer das Tempo nicht mitgehen konnten. Ja, das geht mir tierisch auf den Keks hier, was hier schon wieder abgeht. Guardini lässt schon abreisen, wenn ich das richtig sehe. Unsere Fahrer pumpen sich schon wieder aus, was sie gar nicht tun sollen. Unterschiedliche Mannschaften beteiligen sich jetzt an der Tempoarbeit. Ja, und jetzt geht hier Tempo, oder wie? Sie in der Ausreißergruppe nicht vertreten. So, Vogelsang, mach mal ein bisschen hier nach vorne fahren, Führungsarbeit. Vielleicht kommen dann auch die anderen mal nach vorne, wenn du da vorne ein bisschen Action machst. Weil also unsere Fahrer scheinen sich daran zu orientieren, ob irgendeiner Führungsarbeit macht, ob sie weiter vorne fahren oder nicht. Boah, Nibali, fahr vor. Hi, Jesus, nee, ey, sag mal, wo fahrt ihr denn rum? Ist echt ein Drama hier. So, Kesiakow darf mal was zu trinken holen. Und Vogelsang, ja, der soll eigentlich da vorne, der soll easy going machen. Der fährt aber schon wieder auf und davon. Der soll nur ein bisschen hier die Führungsarbeit machen, dass überhaupt jemand Führungsarbeit macht. Also so langsam wie es geht halt, damit. Ich glaube, wir kommen mit der langsamsten Führungsarbeit noch näher an die da vorne ran. Ja, und da hat es dann schon wieder abgerissen. Und wer ist da drin? Morajew, Bosik und Guardini. Dann sagen wir das Ganze mal so, dann soll hier mal Morajew versuchen, diese Gruppe wieder ein bisschen mit ranzuführen. Gucken wir mal, ob er das hinkriegt. Weil so schnell geht's, wenn es über den Berg geht. Schwupp, ist abgerissen. Und wenn abgerissen ist, dann haben wir ein Problem. Wenn da der Nibali in der falschen Gruppe ist, dann ist Schicht im Schacht, ne? Was ist denn hier los? Warum geht denn da nichts voran? Die müssten es doch easy going schaffen, da wieder vorzufahren, oder nicht? Sich seine Startnummer vom Trikot nehmen lassen. Das war's dann wohl für ihn. Hallo, versorg dich doch mal. Mann Gott, was machen die denn wieder? Ey, der fährt 4 Stunden den Berg da runter und holt sich nichts zu trinken. Das kann doch nicht wahr sein. Jetzt hol dir mal so irgendwas zu trinken und versorg mal deine Teamkollegen. Oh Mann.
Das ist was, also das sage ich ganz ehrlich, das ist was, das geht mir so ein ganz klein bisschen hier auf den Keks. Ich meine, dass da nicht von vorne versorgt wird in Bergen, dass da nicht andere Sachen gemacht werden. Der reale Radsport bietet so viel taktische Möglichkeiten, die man hier in dem Spiel einfach nicht hat. Die bekommt man auch nicht. Ich war auch mal bei rsmnews.com, also rsm-news.com, im Forum und habe mal gelesen, was die Jungs da so schreiben, weil das sind ja Leute, die noch mehr Radsportmanager spielen wie ich, die auch online sehr viel aktiv sind und Multiplayer-Spiele machen. Und die Aussage, die ich dort gelesen habe, nach Fazit über einen Radsportmanager, ist eindeutig. Dort gibt es einige, die sind bitterlich enttäuscht im Nachhinein, also bewerten das alles nochmal neu, was sie jetzt sozusagen, also die erste Meinung, die sie hatten, bewerten sie jetzt nochmal neu, sagen wir es mal so, nachdem sie jetzt mal ein bisschen gespielt haben, ein bisschen Erfahrung gesammelt haben, stellen sie fest, dass sie sehr enttäuscht sind von diesem Radsportmanager, weil er eben einfach, ja, wie soll ich sagen, er hat viele kleine Schwächen, die im Ansatz gut ausgesehen haben, die sich aber im Nachhinein als nicht fertig, halbfertig oder teilweise fertig rausgestellt haben. Und die Finanzen, die sind mit Sicherheit ein Punkt davon. So, und Vogelsang, den wir eigentlich ja haben wollten, dass der sich ein bisschen erholt, macht jetzt schon wieder die ganze Zeit Führungsarbeit, was nicht Sinn und Zweck der Geschichte war. Deshalb nehmen wir den mal raus und lassen den mal wieder hier mit einem anständigen Tempo ein bisschen mitfahren. Und übergeben die Führungsarbeit mal an Prajkovic. So, mit Backspace gerade mal alles wieder durchsortieren. Und Bosik ist jetzt wieder da vorne. Ich kriege ja einen Zustand hier. Ah, Bosik, fahren wir nach hinten und holen wir was zu trinken. So, 18 Minuten sind wir zurück. Guckt mal, wo der sich hin zurückfallen lässt. Ey, der fällt ans Ende des Feldes zurück. Das kann doch nicht sein bei so einem langen Feld, dass man da so weit zurück muss. Jetzt holt er was zu trinken und wenn es jetzt einen Hügel hochgeht und er kommt da nicht hoch, dann ist er wieder weg in der anderen Gruppe. Und das ist das, was ich echt erschreckend finde hier. Ja, und vor allem, jetzt kommt er wieder nicht vor, weil ja, jetzt hat er sich wieder eine Linie ausgesucht, wo er dann festhängt. Und jetzt kommt er mal ein bisschen vor, aber naja. Im realen Radsport ist das halt auch ein bisschen anders. Da ist das alles besser planbar. Auch mit den Fahrern untereinander. So, Morajew holen wir auch mal ein bisschen nach vorne. Mir geht das auf den Keks, dass sie so weit da hinten rumlungern. Ja, ich meine, ich habe da nichts dagegen, dass sie da hinten rumfahren, aber ich habe immer Angst, dass ein Hügel kommt und die dann abreißen lassen. Ein bisschen weiter vorne ist halt schon viel entspannter. Nun kommen wir zum letzten Drittel des Rennens. Was das Reagieren angeht. So, Morajew ist in der Nähe von Nibali. Ja, ich bin am überlegen, irgendjemand müsste eigentlich Nibali schützen. Allerdings, es ist natürlich auch ein Problem, Nibali zu schützen. Ja, weil irgendeiner verliert dann wieder noch mehr Energie. Wir bekommen gerade mitgeteilt, dass ein Fahrer eine Reifenpanne hat. Jawohl, ja. Der Fahrer, der im Prinzip am gefährlichsten ist für uns, der hat gerade vorne eine Reifenpanne gehabt. Das ist auch nicht verkehrt. Ja, jetzt sind sie wieder zusammengefahren und sie kommen langsam weg. Irgendwie habe ich so den Eindruck. Ich glaube, wir müssen eine ganz andere Methode angehen hier. Alle Mann Führungsarbeit, alle Mann 55 Führungsarbeit, come on.
Von Nibali Position halten. Mit 85. Dass er nicht zurückfällt. Ja, wir müssen ja irgendwie mal ran an die da vorne. Nicht, dass da nochmal einer im Berg antritt. Kein Team im Hauptfeld scheint die Verfolgung aufnehmen zu wollen. Den Sieg werden die Ausreißer wohl unter sich ausmachen. Ja, um Sieg geht's mir nicht. Mir geht's um Zeitabstand. Der Zeitabstand ist mir einfach zu heftig momentan. Auf 15 Minuten dürfen sie ja gern vor mir sein, aber weiter vorne eigentlich nicht. Und deshalb müssen wir jetzt das ganze Team wieder einspannen, um hier Führungsarbeit zu machen. In der Hoffnung, dass es dann nicht alle so dermaßen zerreißt, ja, muss ich auch mal dazu sagen. Wenn ich nur einen führen lasse, dann geht es natürlich bös bei dem drauf, aber ich habe so die Hoffnung, dass, wenn die hier alle Führungsarbeit machen, dass dann ein bisschen mehr die Aufwände und so weiter verteilt werden und nicht alle so dermaßen darunter leiden. Allerdings kann man sich auch irren. Ich habe nämlich auch schon die Feststellung gemacht, wenn ich so Aktionen gefahren habe, dass dann am Schluss alle angetickt waren. Anstatt einer waren halt alle so fertig. Mein Gott, wo ist denn Nibali? So, und warum fährt er da hinten rum? Weil, warum hat er 60? Richtig zur Sache. Immer dranbleiben. So, noch ist hier angeblich alles super. So, Position halten da vorne. Bin gerade am überlegen, wie wir nach hinten schicken können, um ein bisschen was zu trinken zu holen. Wir hatten heute noch nichts gemacht. Guardini hat heute noch nichts gemacht. Dann schicken wir den mal. Ich hoffe nur, dass das gescheit funktioniert. Come on. Oh, der holt sich aber jetzt schnell was zu trinken. Mitten im Feld. Also das hat jetzt mal funktioniert. Der musste nicht bis ans Ende vom Feld zurück. Und jetzt komm vor, bevor der Berg kommt. Ey, sonst kriege ich hier echt... Oh Mann. Die eigenen Leute sind wieder im Weg und Guardini schafft es nicht mal auf einer zweispurigen Straße an einem Fahrradfahrer vorbeizufahren. Und jetzt kommen auch andere Teams nach vorne, wie es aussieht. Komm, versorgt Kessiakow und dann wieder zurück auf 60. Und jetzt geben hier mal andere Stoff und das bedeutet für uns rausnehmen. Da sind wir mal gespannt, ob das funktioniert mit rausnehmen. Oder ob die da vorne so eine Spaßfahrt veranstalten. Nee, die scheinen richtig reinzutreten. Das Feld scheint zu resignieren und den Ausreißern den Sieg zu überlassen. So, wir gucken mal hier vorne. Wen haben wir da? Nocettini. 54 Minuten. Eine Stunde. De Witt, eine Stunde, das sind die, die angreifen. Er hier bleibt erstmal in dem Feld. Ah, Jetzt scheint man im Hauptfeld zu reagieren. Das Feld legt deutlich an Tempo zu. Einige Mannschaften sind wohl mit dem Fluchtversuch nicht einverstanden. So, es ist jetzt schon eine etwas gefährlichere Situation. Wir müssten eigentlich mal mit irgendeinem reagieren und müssten den mal mit nach vorne schicken. Die Frage ist halt immer nur wen. Wen. So, und dann kommt noch dazu, mit welcher Stärke fahren die. Fahren die 65? Mit 65 hängt er sich mal ans Hinterrad. So, und jetzt hören die schlagartig auf, hier zu führen, die Jungs.
Nibali fällt zurück, das macht mir Sorgen. Wo haben wir Nibali? Vorfahren. Ja, es ist nicht so ohne alles hier. Es ist alles nicht so ohne. Kangard versucht jetzt hier ein bisschen nach vorne zu brechen. Um den Abstand einfach. Ich hätte den Abstand gern bei 15 Minuten, aber irgendwie... geben die da vorne auch alles und jetzt kommen wieder andere nach vorne. Die haben schön über den Hügel führen lassen. Oder wollen die jetzt im Hügel führen? Ich blick's nicht so ganz, was die für eine Taktik fahren. Bin sogar schon am überlegen, ob wir Nibali die Führungsarbeit machen lassen sollen, den Hügel da hoch, um mal näher zu kommen, weil ich habe irgendwie den Eindruck, keiner schafft es da irgendwie mal näher zu fahren. So, Quintana, der bereitet einen Angriff vor, wie es aussieht. Ja, und das ist jetzt wieder das Problem. Wir haben jetzt Nibali gesagt, frei fahren und wollen mit dem nach vorne. Jetzt kommt der Schleck. Jetzt steckt der da fest hinter irgendwelchen Fahrern. Steil bergauf, das kostet Kraft. Jetzt, so, jetzt sind sie vorbei. Das Feld legt deutlich an Tempo zu. Einige Mannschaften sind wohl mit dem Fluchtversuch nicht einverstanden. Achtung, einer der Teamkapitäne fällt zurück. So, Nibali soll fahren, der Rest ist mir wurscht. Nibali soll da jetzt dranbleiben an Evans, an Rodriguez. Es bleiben noch 10 Kilometer. Was macht er denn jetzt? Ich sage, er soll die Position halten, er sucht sich wieder das langsamste Hinterrad aus. Meine Fresse, ist das denn wirklich so schwer, ey? Das geht mir so ein bisschen auf den Senkel hier, aber sowas von gewaltig. Das kann es einfach nicht sein, dass wenn man sagt, okay, komm. Es verbleiben nur noch 5 Kilometer. Jetzt schau sich das einer an. So ein kurzer, knackiger... Ach Mist, der sagt, es verbleiben 5 Kilometer, sind doch noch 17. Der Abstand wird immer noch größer. Wie weit sind die denn vorne, verdammte Hackenummer? Irgendwie fehlt mir hier ein bisschen der Überblick gerade im Moment. Wo ist Nibali? 18 Minuten ist der Vorsprung. Ja, wir treten mal ein bisschen heftiger rein. Ich will diesen Vorsprung niedriger kriegen. Ich will nicht, dass der jetzt hier noch die Führung übernimmt, weil er bei einem Ausreißversuch mitgegangen ist. Das kann ich mir überhaupt nicht erlauben. Ein großartiger Einzelsieg und ein wohlverdienter dazu. Jetzt come on, Nibali. Was machst du denn, ey? Du bist ein Top-Abfahrer und schleichst den Berg darunter und lässt andere, die noch nicht mal Top-Abfahrer sind, einfach davonfahren. Hallo, Nibali. So, jetzt ist er mal aufgewacht hier. Letzten 10 Kilometer treten wir mal richtig rein. Machen wir richtig Tempo. Es sind schon 6 Minuten rum, ey. Wo die im Ziel sind. Das kann doch nicht sein. Mensch, fahr doch mal. Ey, das kann doch... Ich verstehe es nicht. Wir hatten 17 oder so Minuten Rückstand. Jetzt sind wir schon... Das ist seit 10 Minuten ist der im Ziel und wir haben noch 5 Kilometer vor uns. Wollen die mich eigentlich verkackeiern? Das kann doch nicht sein. Ich verliere ja mehr wie die 17 Minuten. Jetzt komm, gib alles. Hau rein, Junge. Herr Nibali pumpt sich jetzt hier aus, nur wegen diesem blöden Tiermann locker. Goss startet einen Angriff. Es geht nur darum, nicht so viel Zeit zu verlieren. Deshalb mache ich den ganzen Blödsinn hier mit.
Nur um nicht so viel Zeit zu verlieren. Pumpen wir uns hier völlig aus. Da vorne ist das Ziel. Echt unglaublich. Da habe ich jetzt nochmal ein bisschen Panik gekriegt. Wegen der Zeitmessung hier. Keine Ahnung, wann die anderen alle so eintödeln. Ich glaube, einige haben sich hier heute mal ausruhen können. Nibali gehörte nicht dazu. Das war aber nochmal ein ganz schön schnelles Finale da hinten raus. Da habe ich echt nochmal so ein bisschen Panik gekriegt, dass der hier zu viel Zeit auf uns gut macht. So, wo sind wir denn? 16 Minuten sind wir nach ihm ins Ziel gekommen. Boah, Glück gehabt. Das hätte nochmal bitterbös ausgehen können. Aber wir behalten erstmal das Trikot. Wir haben es aber auch nicht geschafft, den Abstand zusammenzufahren. Mit einer einigermaßen gescheiten Performance, um den Abstand auf 15 Minuten zu kriegen. Wir haben es einfach nicht geschafft, ja. Und deshalb ist das dann am Schluss dann so eskaliert, dass wir damit Nibali volle Kanne reintreten mussten, um den Abstand nicht zu groß werden zu lassen. Wenn ich da im normalen Stiefel weitergefahren wäre, dass wir hätten 20, vielleicht sogar 30 Minuten auf diesen Tiermann Locke verloren. Und dass das ein gefährlicher Fahrer sein kann, das weiß ich, weil ich das Guide-Team auch schon im Karrieremodus mal gemanagt habe. Und dann kann man so einen Tiermann Locke dann durchaus mal hier so, oder Tiernen. Heißt der Tiernen, ja, Tiernen Locke, den kann man da durchaus schon mal als Etappensieger oder sowas einsetzen, als Gesamtwertungsfahrer, weil er hat einen guten Hügelwert, einen guten Bergwert, einen guten Ebenenwert, der ist bei Beschleunigung gut, ist ja eigentlich ein Puncher, ist ein guter Kämpfer, der kann so Dinger da durchziehen und der kann uns gefährlich werden und deshalb mussten wir hier einfach reagieren, indem wir hier die Gesamtwertung so weit nach vorne pushen, dass er nicht zu viel Zeit auf uns gewinnt. So, weil er ist mittlerweile, ist er hier, das muss man euch mal geben. Er ist auf den 11. Platz vorgerückt durch die Aktion, ja. Und jetzt hat Sky mit Uran einen auf 7, mit Wiggins einen auf 5 und mit ihm hier einen auf 11. Also die sind ziemlich weit vorne im Gegensatz zu uns, denn wir verlieren und verlieren und verlieren. Weil unsere Fahrer sich mal erholen müssen. Irgendwann, irgendwo. So, nichtsdestotrotz, wir führen weiter an hier im gelben Trikot. Das gibt auch nochmal, hoffe ich, eine ruhige Etappe, wo wir einfach gechillt fahren können. Und dann wieder so ein blöder Hügel da vom Ziel, dass man nicht einfach sagen kann, das ist eine Sprintwertung und wir einfach alle fahren lassen können und die Sprinterteams hier mal das Tempo machen oder so. Nee, ist alles nicht der Fall. Immer müssen wir ran und das ist das, was Kraft kostet und was uns wahrscheinlich bis zum Ende dieser Tour noch bitterböse Aufgaben vor die Linse haut. Die vielleicht am Schluss dazu führen, dass wir vielleicht sogar noch scheitern. Wir wissen es nicht. Wir versuchen mal unseren Vorsprung zu halten. In guten Situationen den Vorsprung mal ein bisschen auszubauen. Und ansonsten ist Erholen angesagt. So viel Erholung wie geht. Nibali konnte sich leider diesmal nicht erholen. Eben wegen dem Angriff, der uns nochmal gefährlich wurde. Mit 36 Minuten Rückstand ist er vorne weggefahren und ja. Es galt, keine 36 Minuten zu verlieren. Sagen wir es einfach mal so. Ich bedanke mich an dieser Stelle erstmal fürs Reinklicken. Hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei, wenn es heißt Herr Nick Frey zockt Radsportmanager 2013. Dann mit der Etappe Nummer 17 des Giro d'Italia. Bis dahin noch viel Spaß auf YouTube. Viel Spaß mit meinen anderen Videos. Macht's gut. Bye, bye.